Dieser Sender ist zu Recht Ihr Zuhause, denn auch politische Zeiten werden immer schwieriger, aber es gibt auch politische Meldungen, die Hoffnung machen. Unsere liebe Freundin Verona Feldbusch, schauen Sie heute, Verona Feldbusch will Politikerin werden. Natürlich, und für viele ist das so überraschend, dass sie sagen, wenn Verona jetzt plötzlich Politik machen will, das ist ja genauso, wie wenn Dieter Bohlen anfängt, Musik zu machen. Schauen Sie das an. Dieser Körper, dieser Wahnsinn. Ich frage mich, wenn jemand mit so einer Oberweite in die Politik geht, ja, kommt daher der Begriff Überhangmandate? Das sind 50 Punkte! 50 Punkte Anerkennung für die frauenfeindlichste Sendung des Jahres, in die man uns betrogen hat in den letzten Jahren. Verona wird in die Politik gehen, schätzungsweise in 2 Jahren. Sie will was für Kinder tun, sagt sie. Und der Slogan ist, ich bin eine Frau und das tut auch gut so sein. Am vergangenen Samstag in Ulm, wir alle haben es mit großer Begeisterung gesehen, unsere deutschen Fußballfrauen wurden Europameisterin im Frauenfußball. Eine tolle Sache, denn ich höre immer noch unverbesserliche, dumme Männer und Show, wie sie sagen, wenn ich verschwitzte Frauen sehen will mit blauen Flecken, gehe ich auf ein Konzert von Howard Carpendale. Spielerinnen haben gejubelt, aber das muss man sagen, unsere Frauennationalmannschaft hat sehr gebremst gefeiert, denn sie wollten natürlich fit sein am nächsten Tag für den Christopher Street Day. Hier in Köln 1 Million Menschen auf der Straße für Love and Peace and Understanding, eine tolle Veranstaltung, auf die wir hier in Köln vor allem sehr, sehr stolz sind. Wir können nicht so stolz sein auf die Situation im deutschen Führerscheinmarkt. Haben alle von Ihnen Führerschein? Ja. Sie wissen jetzt vielleicht, schockierend, jeder Dritte fällt durch bei der theoretischen Prüfung. Jeder Dritte. Hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind an der Spitze im positiven Sinn. Wir haben nicht so viele, die durchfallen. Allerdings muss man in Nordrhein-Westfalen auch nur 2 Anforderungen erfüllen, Gang einlegen und dann im Stau stehen. Besonders schlimm, und ich habe das ungern gelesen, weil ich ein großer Verfechter der deutschen Einheit bin. Unsere Freunde in den neuen Ländern tun sich ein bisschen schwer mit der Theorie. Praktisch wissen sie alles. Man hört noch ab und zu mal den Satz, ah, die Mauer muss weg! Ja? Aber Theorie tut sich ein bisschen schwer. Warum? Weil die meisten nicht büffeln, fragen, wie groß ist der Bremsweg, wenn sie bei 428 Stundenkilometer auf einer 11 Meter langen Bremsspur einem LKW begegnen, der mit 3,2 Menonü, Sie kennen das? Nein, sondern die meisten sitzen zu Hause und gucken in einem Stammbuch nach, ob sie nicht doch mit dem Kanzler verwandt sind. Mein erster Gast ist einer meiner absoluten Lieblingsgäste, ohne Einschränkung, großartige Frau, wahnsinnig attraktive Frau, eine Frau, die die deutschen Medien in Atem hält, denn wo immer sie auftaucht, stehen Männer unter Strom. Neue Platte, neue Single wird sie live bei uns hier heute Abend vortragen. Und sie wird uns sagen, wie ist das Leben so als Single? Heute Abend bei uns Sabrina Setlur. Mein zweiter Gast ist ein fabelhafter Schauspieler, der nach langer Zeit endlich zum ersten Mal bei uns zu Gast ist. Er ist Preisträger des Bundesfilmpreises in Gold. Heute Abend zum ersten Mal bei uns Peter Lohmeier. Und morgen Abend kommt auch ein großer Schauspieler, Manfred Lehmann. Mhm. Der tolle Schauspieler, deutsche Stimme von Bruce Willis und der etwas macht, was für mich eine Sensation ist. Er hat Jerry Cotton Hörbücher jetzt gesprochen. Ja, hört zu diesem. Hm? Bitte? Ja, also ja genau, CDs, das nennt man auch Hörbücher. Hm? Heißt das nicht Hörbuch? Doch, das heißt, du hast recht, ja. Für uns, die wir Schwierigkeiten haben, die Buchstaben noch zu kennen, heißt das Hörbuch. Ja. Das ist so, was man sich einschiebt im Auto. Genau. Oder? Mhm. Dubsla von Stechlin ritt in die Weite hinaus. Ich höre immer nur Fontane und so. Okay. Hörbücher. Und er liest Jerry Cotton. Und ich habe es Ihnen oft gesagt, ich habe 600 Jerry Cotton in meinem Leben gelesen. Ich bin ein großer Jerry Cotton-Fan mit Sätzen wie
Das Girl war tot. Phil fischte sich eine Camel aus meiner Packung. Wir wurden zu Mr. High gerufen, der Chef von Jerry Cotton und Phil Decker. Hast du auch Jerry Cotton gelesen? Keinen einzigen. Nie? Ja. Hast du überhaupt nie so Trash-Literatur gelesen? Immer nur Klassiker? Karl May, aber... Karl May? Ja. Auch nie Perry Rhodan? Nee, auch nie. Das war ja die große Aufteilung auf dem Schulhof. Wer liest Perry Rhodan? Das waren die Loser. Die Technik-Freaks, die Physiker mit zugebundenem Parka und untere Hälfte des Butterbrots in der Papptüte behalten. Ja? Und die harten Typen, die Macher, die coolen Typen, die Abräumer. Jerry Cotton. Ich gab Gas und fuhr in den Holland-Tunnel. Ich habe mich immer gefragt, Holland-Tunnel, ein Tunnel in Manhattan. Es sind mal Deutsche, diese Strecken, die in Jerry Cotton beschrieben werden, nachgefahren. Sie stimmen alle. Und der Verlag sitzt hier in Bergisch Gladbach, die Familie. Ja. Hat mir mal einen Brief geschrieben, weil ich immer so nett von Jerry Cotton rede. Aber bitte schickt mir nicht die alten Hefte. Ja? Vielen Dank, dass es euch gefällt, aber schickt mir nicht die alten Hefte. Ich sage das, weil man kommt ja immer in diesen Geruch der Schleichwerbung, des Product Placements, ja? dieser Billigheimer-Geschenke. Jeden zweiten Abend sagen wir, meine Damen und Herren, wir machen hier keine Schleichwerbung, wir kaufen alles. Helmut Zerlett, 420 PS steuerbefreiter Porsche, gekauft. Ja? Ja. Herr Andrack, Camperschuhe, bezahlt. Alles bezahlt. Meine Brille hier, weiß nicht mal das Dings. Bezahlt. Warum? Weil wir uns nicht dem Verdacht der Schleifwerbung aussetzen wollen. Und es gibt allerdings Werbung, die uns immer schwerer verständlich wird. Umso dankbarer sind wir, wenn wir mal Werbung entdecken, die wir begreifen und wo wir sagen, hey, das ist Werbung 2001, das ist Werbung aus dem Leben, das ist Werbung, die junge und alte Menschen, ganze Familien gleichermaßen anspricht. Zum Beispiel die neue Werbung von BMW. Ist das Schleichwerbung von BMW? Jetzt, wenn wir die Werbung zeigen. Wenn ich BMW jetzt nenne? Nein, weil wir fahren ja auch Porsche und Mercedes, ja. Und Audi und Hyundai, Mazda, Volvo, Renault, Citroën, Skoda. Audi? Audi, habe ich schon gesagt, ja. Also, das ist alles und alles bezahlt. Wir sagen, BMW ist ja auch der Arbeitgeber von Ralf Schumacher, unterstützt einen deutschen Auszubildenden. Das ist also... ja, das sagen wir gern. Und diese Werbung hier, Bild am Sonntag, heute im Neuen Stern und noch ein paar anderen Zeitungen, wird häufig geschaltet, weil sie vor allem Familien anspricht. Das ist Werbung für den neuen BMW 3er Kompakt. Was hat der 3er für ein Image? Helmut, du kennst dich ja mit Autos aus, der 3er BMW. Ja, jung, sportlich. Ja. Schon so. Also nichts Familiäres eigentlich. Ist es hier, ich glaube, wir sehen hier eine Mutter im Gespräch mit ihrer Tochter. Vor einem Bungalow, wie ihn Leute bewohnen, die auch einen 3er BMW fahren. Mhm. 70er Jahre Waschbetonwände. Bisschen Grünzeug am Eingang. Und natürlich ganz wichtig, dieses Carport. Ich bin ein dermaßener Carport-Fan, das gibt's überhaupt nicht. Ich habe bei mir zu Hause 4 Carports. 4. Einfach von der Idee des Carports. Was ist eigentlich? Ich habe nie gefallen, kein Auto. Was ist ein Carport? Ja, ein Carport ist etwas, was mehr ist als eine Garage. Es ist eine Philosophie. Eine Garage ist irgendwie ein Einfamilienhaus für das Auto. Ja? Da fährst du rein und schließt es ab. Aber es hat so ein bisschen auch etwas, du willst den Nachbarn nicht zeigen, was du hast. Und ein Carport ist im Grunde so eine Art Pergola für den Wagen. Mhm. Weil es natürlich für ein Auto sehr schädlich ist, wenn es nass geregnet wird. Mhm. Oder wenn Blütenstaub draufkommt. Und deswegen siehst du eigentlich in Häusern, die immer so aussehen wie auch der Carport. Das ist ästhetisch eigentlich sehr ineinander übergehend. Das ist ein Pfosten, also meistens eine schöne braune Metallstange. Und dann ist oben so ein Kunststoffglas drüber. Und das Auto ist überdacht, aber steht halt nicht im Freien. Und es passt meistens sehr, sehr gut an die Häuser ran, wo es dran ist. Du hast 4 Carports? Ja, 4. Ich hatte 3, habe noch jetzt einen selber ranmachen lassen am Wochenende, weil mir das nicht gereicht hat. Hast du 4 Autos? Nee, ich habe nicht 4 Autos, aber ich möchte einfach diese... Er hat für mich vom Rhythmus besser gepasst. Der Wagen steht in der Garage. Die 4 Carports sind leer. Wir haben einfach 4 Carports. Diese Akkommodationsschwierigkeit mit meinem Auge, die stagnieren ein bisschen. Noch sind wir so weit, meine Damen und Herren, dass Sie das hier sehen und hier hinten lese ich den gleichen Text nochmal ab. Ja? Aber ich hoffe, wir werden es noch erleben. Man weiß ja nie, was in dieser Branche alles auf einen zukommt. Bald wird es so sein, dass Sie dieses kleine Bild sehen und ich lese es von dieser Größe ab. Das hier sind Anna
und Simone. Ich gehe davon aus, das ist ja die Frage, ist Anna die Mutter oder Anna die Tochter? Das wird aus dem Text aber ganz deutlich. Ja, aus dem Text wird es deutlich, aber da würde ich sagen, liebe Werbeagentur, das würde ich anders sehen. Eigentlich heißen heutzutage die Töchter Anna und die Mutter Simone. Ja, aber die Enkelinnen heißen eher Anna. Ja. Und die Töchter heißen Simone und die Mutter heißt auch Anna. Nee, aber die ist zu jung, um noch Simone zu heißen. Ja. Simone ist man doch so mit 27 und so. Und die hier, wie alt ist die Tochter hier? 19. 21. Ja. Wie viel? 21, ne? 19 kommt auch hin. Ja. So, und das ist der Dialog. Also dieser schöne, serienmäßig erhältliche Goldmetallic 3er BMW. Schöne Farbe übrigens auch. Ja? Der gehört Mutti, natürlich. Aber Anna kriegt den am Wochenende und das ist der Dialog. Anna, ich sage die Namen am Anfang nur einmal, damit Sie einen Überblick haben. Dann können Sie ja selber sich denken, ja? Wie lange willst du denn wegbleiben? Ich unterscheide es stimmlich ein bisschen, ne? Ja. Also die tiefe Stimme ist die Mutter. Die Mutter ist ja auch in so einem Alter, wo tiefe Stimmen durchaus so einen Touch wieder kriegen. Wie lange willst du denn wegbleiben? Oh Mama! Hör bloß auf, mich zu gängeln. Jetzt aber mal langsam. Ich will ja ruhig schlafen können. Das kannst du. Ich war auch mal 19, meine Liebe. Und ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern, was damals so alles hätte passieren können. Potenzier es mit 100. Wie bitte? Nur ein Scherz. Das ist eigentlich ein typischer Mutter-Tochter-Dialog heute, finde ich. Den Satz potenzier es mit 100 hört man ziemlich häufig. Also das so... Das ist auch schnell zu kapieren. Es hätte viel passieren können, potenziere es mit 100. Das gefällt mir an dieser Werbung, dass es nicht irgendwie so ein Werbesprech ist, den sich irgendwelche gelverklebten Prada-Junkies ausgedacht haben. Nee, das ist am Leben dran. Deswegen BMW. Also, wer kein VW oder so lieber hat oder Mercedes oder so. Ja? Wie bitte? Ach nee, Mutter, wie bitte? Nur ein Scherz. Mit wem gehst du aus? Mit dem schlimmsten Aufreißer der Stadt. Wir wollen zusammen ein paar Tankstellen überfallen. Kennst du Bonnie and Clyde? Ich mache jede Wette, dass 19-Jährige heute nicht mehr wissen, wer Bonnie and Clyde ist. Jede Wette. Jede Wette. Bonnie and Clyde, Uwe Seeler, das sagt denen alles nichts mehr. Es gibt aber... Ja, das ist so. Es gibt doch diesen Song von den Toten Hosen mit Bonnie und Clyde. Ich glaube, dass da so auch noch 25-Jährige das kennen. Nicht. Das sind nicht mehr die repräsentativen Autogangster. Nee? Bonnie Clyde, glaube ich nicht. Aber gut, ich bin kein Werbeexperte. Du entwickelst langsam eine bedenkliche Form von Humor, Mutter. Simone, der einzige Weg, deinen Fangfragen zu entgehen. Ich muss jetzt echt los. Wir gehen doch bloß essen, vielleicht noch runter an den See, Sterne gucken. Runter an den See halte ich für ein Klischee. Lass uns runter an den See gehen, das soll irgendwie so... Das klingt so Enid Blyton-artig. Pack uns ein paar Sandwiches zusammen und geh runter an den See. Das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt, dass ich in Nürtingen, eigentlich das große Trauma meiner Kindheit war, dass es in Nürtingen keine Erdnussbutter gab. Mhm. Habe ich Sie schon mal erzählt? Nee. Habe ich die Zeit, das zu erzählen? Ja. Es gab in Nürtingen keine Erdnussbutter und ich war sehr krank als Kind. Klar, dadurch ja jetzt diese Show, weil das natürlich irgendwo aufgearbeitet werden muss. Und ich saß im Bett. Ich saß im Bett und las Lassie. Mhm. Ja? Und Timmy ging mit Lassie immer weg und seine Mutti gab ihm Stullen mit Erdnussbutter mit. Und das gab es in Nürtingen nicht. Ja? Und da habe ich gesalzene Erdnüsse in die normale Butter gedrückt und sie mir aus Brot gestrichen. Erdnussbutter selber gemacht. Natürlich wurde mir schlecht. Ja? Und das war die Zeit, wo ich zum Beispiel zum Erbrechen noch nicht aus dem Bett gegangen bin. War damals. Hast du diesen Unterschied auch festgestellt? Bitte? Also bei mir war das so, dass ich erst mit 12, 13, dann, wenn es mir schlecht wurde, aufgestanden bin und ins Bad gerannt. Ja, hattest du keinen Eimer neben dem Bett? Das konnte man ja nicht wissen. Wer kann denn wissen, dass ein... Du hattest einen Eimer neben dem Bett. Ja. 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 Naja, das hatte ich nicht, weil wir hatten ja Innenbad. War der Eimer aus Blech oder aus Kunststoff? Aus Kunststoff natürlich.
Anna, du weißt ja wohl, dass du aufpassen musst. Aber ja, ich habe ja ASC und T, CBC und DSC3. Sind das Verhütungsmittel? Nein, das sind die Sicherheitssysteme meines Wagens. Erstens macht das Fahren damit noch mehr Spaß und außerdem mag ich es ganz gern, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Das habe ich wahrscheinlich von dir geerbt. Also wirklich ein super Spot. Und es ist kein Wunder, dass dieser Spot jetzt auch verfilmt wird. Und BMW hat uns freundlicherweise erlaubt, zum ersten Mal exklusiv diesen Spot hier auszustrahlen. Anna und Simone, Sie haben sich noch mehr zu sagen. Wie lange willst du denn wegbleiben? Oh Mama, hör bloß auf, mich zu gängeln. Jetzt aber mal langsam. Ich will bloß sicher gehen, dass ich die nächsten Stunden allein bin. Das kannst du. Ich war auch mal 19. Aber seit ich in den Wechseljahren bin, gibt es nichts Schöneres, als mich heimlich mit Frühstückskorn und billigem Sekt abzulittern. Ist das der Grund, warum es überall nach Erbrochenem riecht? Auch. Die Kotze vom Wohnzimmertisch habe ich eben weggemacht. Hier ist der versiffte Handfeger. Mein Gott, was ist mir der Höllengestank peinlich. Ich gehe übrigens mit dem schlimmsten Aufreißer der Stadt aus. Wie bitte? Ja, erst gehen wir an einer schmierigen Pommesbude essen und dann wird er mich zwischen den Altglascontainern nach allen Regeln der Kunst durchnudeln. Das erinnert mich an deinen Vater. Wo ist Papa überhaupt? Der miese Fettsack wollte mir das Haushaltsgeld kürzen. Da habe ich ihm eins mit der Bratpfanne übergezogen, ihn in einen Müllsack gepackt und dann versteckt. Ist das Fatih? Ja, dank der Sicherheitssysteme des Wagens kommt er da nie raus. Und das Fahren macht jetzt noch mehr Spaß. BDM. Freude am Faseln. Mein erster Gast, einer unserer liebsten Freundinnen in unserer sympathischen kleinen Familienshow. Neue CD, keine ist. Herzlich willkommen, Sabrina Setlur. Wie immer, das ist ja für mich auch nochmal eine wahnsinnige Überraschung. Man sagt sich vorher kurz Hallo und so weiter und dann siehst du da schon sehr, sehr attraktiv aus. Und dann bist du aber immer nochmal für die Show in so ein Kleid gegossen, das wirklich... Also ich muss sagen, ich habe das vorher nicht anprobiert und wusste nicht, dass es so kurz ist. Also, ups. Also ich finde schon ein bisschen zu kurz. Nein, überhaupt nicht. Kurz. A, du kannst es dir leisten. Ja. Danke. Und B, du kannst auch damit sitzen. Das stimmt, ja. Man sieht das oft bei Christiansen, wo Frauen mit zurück nicht, also nicht jetzt Sabine Christiansen, aber Politikerin oder sowas, die dann irgendwie, wenn es um, ich weiß nicht was, Todesstrafe oder so geht, dann in der Hektik breitbeinig nach hinten fallen und das ist dann, das ist dann. Das stimmt, ja. Todesstrafe. Dein neues Video zu dieser Single, keine ist, man sieht dich auch hier auf dem Cover, du sitzt in einer Todeszelle, ja? Ist das so? Ja. Eigentlich schon. Mhm. Und es gibt auch ein Foto, da sitzt du auf dem elektrischen Stuhl. Da gab es natürlich Aufregung. Ja? Wird das Video gespielt? Ja, warum? Ja, ich dachte, es hätten sich irgendwie Leute aufgeregt, man darf das nicht zeigen. Also, wieso? Also ich meine, man zeigt ja nicht, wie die elektrischen Ströme durch meinen Kopf gejagt werden. Also ja. Das nicht. Und es geht ja nicht darum, dass es, dass das Thema Todesstrafe hier thematisiert wird. Im Gegenteil. Für mich war einfach der Titel keine ist, als ich das zum ersten Mal gehört habe und dann als ich das Konzept gelesen habe, war es irgendwie meine Interpretation von dem Lied. Und ich äußere mich weder positiv noch negativ darüber, wenn natürlich die Menschen da draußen wachgerüttelt werden und auf das Thema, was ja ein Fakt ist, es gibt Todesstrafe. Und nicht zu knapp, also bei unserem NATO-Partner USA. Aber ja, aber nicht nur, also ich meine, man hat es ja auch in verschiedenen anderen Ländern. Ja. Und dann ist es natürlich auch schön. Also ich, also nicht schön, aber... Nee, wenn Leute darüber nachdenken und... Nein, war klar. Nein, wenn Leute dadurch wachgerüttelt werden und das Thema dadurch überhaupt in die Diskussion kommt. Absolut, ja. Aber es ist natürlich ein Foto, was ja... Kommt da nicht eine Plattenfirma und sagt, hör mal, das ist nicht kommerziell genug oder... Also meine Plattenfirma, sprich der Moses, hat es ja ausgesucht, das Bild. Das war seine Idee? Nee, das Konzept nicht. War nicht seine Idee, aber das Bild. Also ich wollte eigentlich ein anderes Bild, aber das ist auch schön. Ja, also wie gesagt, wenn das damit erreicht wird. Du warst ja auf einer anderen Veranstaltung, die ja auch dient, ein Thema populär zu machen oder noch populärer zu machen. Das war der Live-Ball in Wien, ja? Das ist zugunsten der AIDS-Stiftung, ist das so? Ja, genau. Den hast du moderiert? Den habe ich zusammen moderiert und es tut mir jetzt wirklich sehr leid. Aber ich habe vergessen, wie der Mann hieß.
Was? Das ist so in Wien der Günther Jauch aus Österreich, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie der heißt. Ich das muss man jetzt mal, Moment mal, für die Medien draußen. Der Satz bezieht sich nur auf die Moderation. Ich habe vergessen, wie der Mann hieß. Natürlich. Ja, du weißt, wie das heute in den Medien ist. Ja, immer hier alle und... Ja. Er ist der Günther Jauch von Österreich. Ja, genau. Ein charmanter Moderator. Super nett, also er war wirklich, und er hat mich auch öfters mal rausgerissen, weil ich habe wieder mal meine Kontaktlinsen vergessen und konnte dann den Text nicht lesen. Und ich musste irgendwie alle Models, die da aufgetreten sind, musste ich namentlich nennen. Ja. Und dann stand ich natürlich so da und das war dann nicht so gut und hat er mir immer ein bisschen ausgeholt, weil es ist ein sehr charmanter Mensch und es ist mir auch wirklich irrsinnig peinlich, dass ich nicht weiß, wie er heißt. Er wird es nicht übel nehmen, er wird uns sofort schreiben, Ivo's. Ja, wahrscheinlich. Also es ist sehr, sehr charmant, ja. Im österreichischen Fernsehen? Günther Jauch im österreichischen Fernsehen? Man kennt so wenig österreichische Moderatoren. Also zumindest stand es so auf dem Papier. Ach so. Ich habe ihn ja selber noch nie gesehen. Das heißt, die Österreicher benutzen, um ihre Stars dem Publikum zu erklären, deutsche genau. Vergleiche. Genau, ja. Er ist der Günther Jauch von Österreich. Genau so. Er ist der Karl Moik von Österreich. Na, Karl Moik ist ja Österreicher. Ist er, ja. Nee, der war es nicht. Nee, der war es wirklich nicht. Nee. Ich glaube nicht, nee. Waren da auch so Superstars da? Also Elton John war da. Elton John. Ja, der stand dann, also ich fand das ein bisschen traurig, weil der stand irgendwie da, hat eine Rede gehalten, also er durfte vom Teleprompter lesen, ich nicht. Ja, und dann hat er halt seine Rede gehalten und dann kam noch einer, der das initiiert hat, der heißt, ich hab vergessen. Und der hat dann irgendwie 20 Minuten lang eine Rede gehalten, war total nervös und immer so, oh Gott, ich bin nervös, oh Gott, ich bin nervös. Und der Elton John stand daneben, hat natürlich kein Wort verstanden. Ja. Und dann stand er mit so einem riesengroßen Scheck und ich kam dann noch mit so einem großen Strauß und dann war er halt wirklich gezickt. Er hat sich aber 20 Minuten das angehört. Ja, er konnte ja nicht von der Bühne gehen, also es war ja, er ist ja der Ehrengast gewesen. Ja. War er hinterher gleich weg oder hast ja, du noch? Ja, absolut. Das heißt, er kommt, gibt den Scheck, hat er gesungen? Nimmt den Scheck. Er nimmt den Check? Ja, ja, er hat ja einen Check entgegengenommen. Ach so, für die AIDS-Hilfe? Genau, für AIDS-Hilfe in Afrika. Ja, hat er nichts gespendet? Ich meine, er hat doch Knete ohne Ende, wenn er die ganzen Perücken und Stöckelschuhe versteigert und so weiter. Kommt doch. Er hat selber nichts gespendet? Ich weiß es ehrlich gesagt doch, ich glaube schon. Ja? Ja, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da einen totalen Doch, ich weiß noch, dass ich, als ich noch beim Süddeutschen Rundfunk war, hieß es oft, wenn Elton John in die Show kommt, dann müssen wir wieder 100.000 Mark an AIDS-Hilfe spenden. Also ja, also ich glaube nicht, dass er was gespendet hat. Ich glaube wirklich, er hat den Check entgegengenommen diesmal. Ja, diesmal. Aber ich glaube, er spendet auch sehr viel. Er tut sehr, sehr, sehr viel. Ja. Im Guten. Ja, super. Ja, in meinem Stillen. Und natürlich auch im Guten. Ja, das ist so. Du bringst mich völlig durcheinander. Das ist so unglaublich. Weil ich habe heute Mittag auf der Probe gesehen, da hast du so ein Kopftuch um. Ja? Ja. Das sah auch irgendwie schon sehr scharf aus. Ja. Dann habe ich dich vorhin auf der Probe gesehen, da hast du wieder was anderes an. Dann habe ich dir kurz Hallo gesagt. Und jetzt in diesem absoluten Wahnsinnskleid. Es ist natürlich irgendwo schon verständlich, dass du irgendwo. Dass ich jetzt Single bin, meinst du? Bist du Single? Ja, das hast du doch vorhin gesagt. Du wolltest mich doch fragen, wie das Leben so ist, wenn man Single ist. Ja, also ich gehe davon aus, dass, zum einen muss ich sagen, hast du eine glänzende Figur abgegeben bei dieser ganzen Medienlawine, die doch im letzten Jahr so losgetreten wurde, durch Gerüchte. Ja. Fotos und wie das so ist, ich bin auch oft Opfer von Affären, die man mir andichtet. Wirklich, es reicht jetzt mal langsam, ja? Nein, aber du hast es absolut easy gehandelt. Ich glaube, ich habe da gar nichts gemacht eigentlich. Und ich glaube, das ist das Beste. Also ich meine, es gibt nichts, es gab nichts zu sagen, zumindest nicht von meiner Seite. Und ich kann halt nur sagen, ich habe einen wundervollen Menschen kennengelernt und kann ihn jetzt auch zu meinen Freunden zählen. Und das ist ein sehr, sehr netter Mensch. Und also Boris. Ja, oder auch alle Menschen so, die ich jetzt kennenlerne. Die Aufregung gab es natürlich, weil du da mit Boris in New York gesehen wurdest. Ach so, und das meinst diese Kiste. Stimmt das wirklich, dass der Bildreporter gleich am Frühstückstisch nebendran saß? Das stimmt wirklich, ja. Woher wissen diese Leute sowas? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe es bestimmt nicht erzählt. Ja? Also ich weiß nur, der stand dann plötzlich da und hat Hallo gesagt und dann... Ich dachte, das ist irgendein Tourist oder so. Ja, hat sich wahrscheinlich verkleidet gehabt, oder? Nee, der... Nee? Der sagt gleich, hallo, ich bin vom Bild. Kannte Boris den? Ja. Ach so. Ich kenne ja niemanden grundsätzlich nicht. Ich kann mir keine Namen merken, keine Menschen. Und dann noch die Sache mit den Kontaktlinsen. Absolut, ja aber ich glaube, da hatte ich Kontaktlinsen an. Ja.
aber ist einem da nicht irgendwie vielleicht die ganze, hätte ich doch keine anziehen sollen. Ja? Ist einem da nicht die ganze Laune verdorben, wenn man irgendwie... Also ich fand das toll, mal so im Rampenlicht zu stehen. Ja? Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich scheiße, aber... Mein Gott, was soll ich... Also im Nachhinein, ich sag, jetzt kann ich drüber lachen. Ja. Aber in dem Moment war es halt schon sehr, sehr schwierig für mich, damit umzugehen. Also jetzt mal nicht in Tengelmann einkaufen gehen zu können, ohne dass die ganze Schlange weiß, das ist doch die Frau von dem Video. Also es ist schwierig, logisch. Ja. Vor allem, also, du, wenn du dann bei Tengelmann vorbeigehst, dann siehst du ja diese ganze Brigade von Zeitschriften. Ja, ich drehe mich immer so um. Also dass auf keinen Fall irgendjemand sagt, ach, das ist die doch. Also, ach, guck mal da, Fadi. Ich stelle mich auch immer an die ganz, ganz, ganz... An die äußerste Kasse. Äußerste Kasse, ja. Aber ich muss halt immer noch anstehen. Ich meine, daran hat sich natürlich nichts geändert. Das ist eigentlich ärgerlich, oder? Aus dem Grund macht man es doch eigentlich. Ja, oder eigentlich das heißt, Frau Sittler, ja, genau. Kommen Sie mal durch. Nee, ich meine, das Ding ist ja, man steht da im Tengelmann, ja, und ich meine, irgendwie, man sagt doch, man klingelt nur irgendwie und dann kommt und wird eine andere Kasse aufgemacht. Das stimmt überhaupt nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Nö, ich meine, ich selber habe mich noch nie getraut, irgendwie zu klingeln, weil... Es reicht schon, wenn ich da aufsehe in der Regel. Wenn ich jetzt auch noch an der Klingel stehe, dann ist eh ganz aus. Aber was ich nicht verstehe ist, ich meine, ich stehe da schon 20 Stunden und die Leute reden immer so laut, dass du es mitkriegst. Ja. Ja. Und dann kommst du an die Kasse und dann habe ich meistens nie Bargeld dabei, also zahle ich mit EC-Karte. Und dann schreit die, Frau Sittler, Sie müssen unterschreiben. Also ich meine, der ganze Laden weiß doch schon, dass ich da bin. Ja. Und es ist dann immer für mich... Entschuldige mal, es knistert. Kann es sein, dass ein Haar... Das war das Mikro hier von dir, ja. Das war ein Haar. Genau, und das nervt halt natürlich schon ein bisschen. Aber mein Gott, ich hab's ja alle lieb. Natürlich, ich meine, du bist auch, ich glaube, dass du natürlich auch so einen gewissen Neid auslöst, weil du so auf so eine natürliche Weise sexy bist und irgendwie, wenn man dich heute viermal gesehen hat oder fünfmal gesehen hat und so, es war immer irgendwie so. Ich glaube, in Rödelheim ist es einfach so, dass die Leute einfach, also ich gehe jetzt mal von den guten Menschen aus, ja, über die Bösen rede ich gar nicht. Also die guten Menschen, die freuen sich einfach, dass ich immer noch mein Brot kaufe und dass ich immer noch irgendwie in die Drogerie gehe. Das Dumme ist halt nur, wenn halt jeder weiß, was ich kaufe. Und da muss ich halt auch schon aufpassen. Ja, das ist wie in der Werbung früher mit Teller von Sinn. Was ja, mit der Kondome. Ja, genau. Und das ist halt echt. Ich meine, wenn du jetzt eine Jumbo-Packung OBs kaufst, dann glaubt jeder, du blutest wie ein Schwein. Also ich meine. Ja. Ja. Das wollte ich jetzt wirklich nicht sagen. Nee, aber ich kann es nachvollziehen. Aber es ist so, es ist wirklich so. Ich weiß, was es mich immer für Überwindung kostet, die Camellia in der Hose rauszuschmuggeln. Nee, das mache ich immer selber. Ich glaube, ich würde nie einen Mann fragen, kannst du mir bitte OBs mitbringen? Also so viel. Das höre ich sehr, sehr gerne. Das würde ich nicht machen. Das ist jetzt schon wieder, es gab in meiner Zeit, in den 70er Jahren, als das so anfing, da lag ja sozusagen in der Wohngemeinschaft der gebrauchte Tampon neben dem alten Teebeutel. Ja, also so. Und das galt dann als besonders unkompliziert. Also ich meine, für mich ist es ja schon peinlich genug, wenn in der Werbung irgendwie, ich weiß nicht, Camellia oder was ist ich, das Tollste ist, warum haben die Flügel, müssen die wegfliegen oder was ist los? Ja? Aber wenn dann irgendwie, wenn ich mit meinem Vater zu Hause sitze und dann wird dann irgendwie extra dünn, extra dick, extra saugfähig und mein Vater guckt mich an und, wie ist das so? Ja. Ich meine, es ist schon peinlich. Und wenn ich jetzt auch noch sagen würde, hier kannst du mir bitte so eine Camellia-Packung mitbringen, ich glaube... Das ist echt so, das geht echt so weit. Ja, es ist dann so eine Form von falsch verstandener Intimität, die wahrscheinlich auch die Erotik ein bisschen tötet, oder? Absolut. Ich meine, das ist also, glaub, also bei meinem Vater gibt es keine Erotik zwischen uns, aber. Nee. Nee, man muss das alles klarstellen. Ich muss sonst ist die nächste Schlagzeile. Klarstellen. Ja. Ja. Und Erotik gibt es ja bei mir im Moment eh nicht, also das, von daher kaufe ich es auch selber. Das heißt, Erotik nicht Sex schon? Nein, ich habe mir jetzt überlegt, ich. Ich behalte meine Endorphine jetzt mal für mich, eine Zeit lang. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube auch, das ist der neue Trend. Also ich kenne es von mir seit vielen, vielen Jahren. Naja. Und das ist ja etwas, was richtig scharf macht. Dieses Klösterliche, weißt du? Also, sag mal, du warst ja in Monte Carlo, ja? Ja. Oh, und da siehst du ja diese ganzen Nutten, die RTL da einfliegen lässt und so weiter. RTL hat auch mich einfliegen lassen. Aber in einem anderen Zusammenhang. Ja? Und deswegen sage ich. Ja? Okay. Die also sozusagen da. Du meinst jetzt wirklich in Nutten? Wirklich in also Nutten. Also im Gegensatz zu mir auch Geld dafür bekommen. Ja. Und diese Frauen verlieren ja eine Attraktivität, weil sie sozusagen wirklich wie so Frischfleisch gehandelt werden. Ja? Und ich glaube, Frauen, die sich, wie du es machen, reduzieren, wo man gar nicht weiß, hat die schon mal einen Mann
gehabt. Im Endeffekt gehabt, ja, dass das die Wirkung enorm ist. Vor allem, wenn man so aussieht wie du. Naja, weißt du? Ich muss dir sagen, also Aussehen hin, Aussehen her, ich stand im Jimmys und mich hat kein Schwein angeguckt. Was ist das, Jimmys? Das ist so eine Disco da unten und da siehst du halt wirklich die wunderschönsten Menschen, also ob Frauen, ob Weiblein. Und da kannst du stehen und ich hab's echt schon... Frauen, ob Weiblein. Ist ein Unterschied. Nein, es ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Du hast recht. Du machst mich wahnsinnig. Nein, das ist echt ein Unterschied. Ja, ich habe zu viel Alice Schwarzer und Verona Feldbusch geguckt. Deswegen bin ich so ein bisschen... bei mir im Leben gibt es anscheinend auch nur Frauen vielleicht. Deswegen. Nein, also Frauen wie Männlein. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Also ist jetzt auch egal, was ich erzählen wollte. Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich suche. Ich brauche jetzt unbedingt einen. Ne, das ist aber das, was den Reiz erhöht. Man kennt ja diese Frauen. Ja, ich hoffe, dass der Reiz irgendwie nicht so lange dauert, dass ich dann irgendwann mal 60 bin und unfruchtbar werde. Also mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Ja. Aber es muss natürlich die richtige sein. Absolut. Und man sollte auch Ansprüche stellen. Ich glaube, dein Vorteil ist, du kannst sie raussuchen. Nee, das stimmt nicht, weil die ich mir aussuche, die sind entweder schwul oder verheiratet. Oh, verheiratet war nicht gut. Nee, man versteht ja. Schwul oder verheiratet. Schwul oder verheiratet, ja. Das ist das Pech bei mir. Ich meine, das Witzigste ist ja, wenn irgendwie wenn dann Fans kommen und die sagen dann immer, oh, mein Mann ist totaler Fan von Ihnen, dann denke ich auch, ja, ihr Mann. Ja. Yeah. Also ich ziehe die irgendwie an wie die Motten das Licht. Ja, aber das ist doch klar. Also stell dir vor... Verheiratete Männer anzuziehen oder Schwule? Naja. Ich meine, wobei ich überhaupt... Ich meine, ich würde lieber mit einem Schwulen zusammen sein, als mit einem verheirateten Mann. Ich auch. Oder mit einem verheirateten Schwulen. Ja, oder so. Weil dann wirst du ihn auch wieder los. Absolut, absolut. Aber... Ja, es ist schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, ich habe es jetzt bei jedem so richtig verschissen. Überhaupt bei den Schwulen, nicht. Bei den Frauen. Nein, ich glaube, dass du enorme, wirklich, dass die Leute dich enorm mögen, weil du das unglaublich charming rüberbringst und weil du einfach auch mit einem Lächeln dann mal frisch von der Leber wegredest und so weiter. Und Plastik-Barbies haben wir genug, die das sich stimmt. alles vorher von den Pressefritzen aufschreiben lassen und so weiter. Und ähnlich. Das war, ja. Erfolg damit haben. Ja? Ja? Ich würde sagen, gönne mir eine kleine Pause, hormonell. Okay. Und wir sehen dich aber gleich wieder. Kommst du in diesem Outfit wieder oder hast du dich nochmal umgezogen? Ja, das Problem ist, ich sitze auf so einem großen Barhocker und wenn ich dann so sitze, dann sieht man meine weiße Unterhose und das ist ja auch nicht toll. Zieh sie aus. Ich bin sicher, du wirst eine Lösung finden. Ja. Sie keine ist gleich live bei uns, meine Damen und Herren. Sabrina Setlur. Und jetzt herzlich willkommen, ich freue mich sehr, Peter Lohmeier. Nach über 6 Jahren zum ersten Mal bei uns. Ja, warum? Ja, warum? Wir haben dich bestimmt schon eingeladen, aber wahrscheinlich hast du nie Zeit oder wolltest nicht in so eine Talkshow gehen oder wie ist das bei euch Schauspielern? Ihr seid ja doch irgendwie sehr wählerisch, oder? Ja, ja, es war immer so unangenehm hier zu sein und aber wenn man sowas sieht wie eben, dann denkt man, das lohnt sich doch, mit dir zu reden. Verstehe. Du bist ja ein langjähriger Theaterschauspieler, an großen, an besten Häusern gewesen. Ja? Spielst du zurzeit gar kein Theater mehr? Nee, ich bin in Gesprächen mit Schauspielern aus Hamburg. Mal sehen, ob das klappt. Ja. Zwischendurch habe ich mal am Gorki was gemacht, aber ist ein bisschen schwierig mit Familie. Also, weil Familie kann man sagen, wenn man dreht, dann und dann ist man zu Hause. Bei Proben am Theater bestimmt der Intendant oder der Regisseur, wann du zu Hause bist und das liegt mir nicht. Wirklich? Das ist der Grund? Ja. Vermisst du die Bühne nicht? Schon, deshalb spreche ich ja wieder mit der Bühne. Also ich bin ja jetzt hier auch auf der Bühne, das tut auch mal ganz gut, so ein Applaus, so, den man ja sonst irgendwie... Ja, ja. Alte Schule. Ja. Aber ich will da wieder zurück und ich denke, in Hamburg klappt das bald. Und was soll das werden in Hamburg? Es gibt ja schon konkrete Projekte oder was? Es gibt so ein Gespräch, Fräulein Julie zu machen, muss man mal gucken. Was, von Schnitzler? Nee, Strindberg. Ja, Strindberg. Ja, nicht schlecht. Gut, dass ich den Namen erwähnt habe. Eigentlich. Ja. Und ist das, aber Strindberg, das ist doch so depressiv, düster, norddeutsch, skandinavisch, oder? Ja, mal abwarten. Ich spiele ja mit. Ja, Strindberg-Comedy. Vielleicht wäre das eine völlig neue Entdeckung. Aber es muss ja nicht immer lustig sein. Nee. Ja. Nee. Spielst du da diesen Diener? Jean. Ist das diese Rolle, Jean? Jean, ja. Ist das diese Rolle? Jean, ja. Und wer soll Fräulein Julie spielen? Oder Julie?
Das ist eine schwedische Kollegin, die wohnt in Stockholm, die habe ich noch nicht kennengelernt. Die wollte das eigentlich allein inszenieren und jetzt wird sie gerade überredet, dass ich doch dabei bin. Mal gucken. Ich glaube, das ist eine tolle Frau, da habe ich mal was gelesen. Hat die in München auch gelebt? Das weiß ich nicht. Ich kenne die noch gar nicht. Die macht so mehr Performance-Theater. Und ja, ja, die aber ist das sind natürlich ungelegte Eier. Ja, wenn toll. Das alles nicht stattfindet und so, dann ist das völlig schrecklich. Aber die jungen Leute müssen zurück zur Bühne. Ja, sicher. Nicht nur im Film, des Geldes wegen. Der schnelle Ruf des Geldes verlockt euch. Du hast in Kuba gedreht. Jo. Ja. Als einziger deutscher Schauspieler. Wie kommt man dazu, als deutscher Schauspieler in Kuba zu drehen? Ja, die Kubaner kamen auf mich zu, ich nicht auf die Kubaner. Das war auf der Berlinale 1997. Und dann haben die mich gefragt, ob ich da mitarbeite. Als ich dann das verstanden habe, ungefähr das Projekt, sagte ich dann auch, in welcher Sprache drehen wir denn? Und dann sagte ich, ja, so muss man gucken, Englisch, Deutsch und Spanisch. Kannst du ein bisschen Spanisch lernen? Und dann fuhr ich dann darüber und vorher sagten die mir, ja, du hast 5 Sätze auf Spanisch. Und dann kam ich nach Kuba und dann war ich am Flughafen, dann tuschelten die so und sag ich, was ist denn los? Ja, du hast jetzt noch 5 Sätze auf Deutsch und der Rest auf Spanisch. So. Kannst du so gut Spanisch? Ja, jetzt kann ich's. Also ich habe 3 Filme, ist mein 3. Film in Lateinamerika. Ja. Ich habe in Buenos Aires dazwischen eingemacht und das ist jetzt der 2. kubanische. Und wie ist es in Kuba? Ist da alles voll mit Agenten und dass Fidel Castro alles bespitzeln lässt? Oder ist es wieder nur ein Klischee, was wir hier haben? Ja, die sind da, aber die spürt man nicht. Also ich habe ja da gearbeitet und da auch gelebt, habe mir auch eine Wohnung genommen, nicht mehr im Hotel wohnen. Und es gibt bestimmte Ecken, da macht man keine Witze über Fidel, aber sonst ist man da auch ganz offen drum. Also die Kubaner wissen, was alles gut gewesen ist bis jetzt und sie wissen auch, was alles schlecht läuft jetzt. So. Und man darf sich gar nicht vorstellen, was wird sein, wenn Fidel nicht mehr ist. So. Wirklich? Ja. Ist das so wie bei uns auch, wo man sagt, oh Gott, wenn der und der nicht mehr wenn ist? Wenn Schröder nicht mehr ist. Oh ja, Gott, zum Beispiel. Also das. Ist das vergleichbar, Fidel Castro und Schröder in der Popularität bei der Bevölkerung? Ich glaube nicht. Also ich glaube, Gerhard wird das nie erreichen. So. Wirklich wahr? Dieses, ja. Dieses Verehrung, ja, diese nee, Anbetung. Nee, nee. Nein, die Kubaner sind ja auch so stolz. Die können ja auch so stolz auf ihr Land sein. Das ist auch so was Schönes. So. Und das spürt man überall. Das spürt man auch an der Offenheit, wenn jetzt so jemand wie ich daherkommt. Und so, sie haben sich ja vorgestellt, da kommt jetzt ein Deutscher, der ist groß, das bin ich, blond, das habe ich nur gefärbt im Film und hat vielleicht gerade mal 2 Kinder, da habe ich auch mehr von und so. Ich entsprach überhaupt nicht den Klischees und die sind so offen, dass sie das dann auch annehmen. Und ich habe die Sprache angenommen, ich bin immer mehr zum Kubaner, nicht nur im Film mutiert, sondern auch im Leben und ist so fast meine zweite Heimat geworden. Was ist das für eine Rolle, die du da spielst? Ein Schwede, aber kein echter. Nee, das ist ein Gauner, der sich als schwedischer Literaturprofessor ausgibt. Das einzige Buch, was er allerdings kennt, ist Pippi Langstrumpf. Und er fängt an, nachts die Touristen und die Kubaner auszurauben. Und das finden die Kubaner gar nicht komisch, weil sie es manchmal gerne selber machen. Manchmal. Manchmal. Nicht, dass da kuba-feindliche Tendenzen manchmal. Einzelne, negative, schlecht eingestellte Kubaner rauben vereinzelt Touristen aus, die häufig selber schuld sind. So. Nicht, dass es heißt, wenn die darüber fliegen, die werden gleich am Flughafen ausgeraubt. Nein, das ist Florida. Ja. Wo ja auch viele Kubaner mittlerweile sind. Aber der Teil, der eher nicht so viel mit Fidel am Hut hatte damals. Nee, der viel Geld hat und da muss man drauf aufpassen. Ja. Dass die mit ihrem Geld nicht alles aufkaufen. Wir sehen eine Szene, wo das sehr schön deutlich wird, dass das einzige Buch, was du kennst, Pippi Langstrumpf ist. Mhm. Ja. Kuba Kuh Peter Lohmeier. Ein kurzer Ausschnitt. In meine Forschungsarbeit wird in Kürze. Ein Wort noch. Bekennender Schalke-Fan. Bekennender Schalke-Fan. Pathologisch Schalke-Fan? Ja, seit ich 6 Jahre alt bin. Wirklich? Ja, ich habe in Hagen damals gewohnt und mit 6 entscheidet man sich für eine Mannschaft. So. Ja. Und da habe ich mich für Schalke entschieden. Wie war der berühmte Nachmittag, diese 4-Minuten-Nummer? Ja, ich will daran nicht erinnert werden. ich hatte überlegt, ob ich gegen Unterhaching hinfahre. Und dann habe ich aber vorgezogen, war ich mit meiner Tochter auf Korsika und wir saßen am Strand. Ich habe ihr ein Eis gekauft und hatte einen Weltempfänger. Und ich dachte, lass mich jetzt in Ruhe gerade. Ich muss das jetzt hören. Und wir haben ja alle nicht dran geglaubt. Und dann, niemand. Dann passierte es. Ja. So, ne? Und da passierte es und ich tanzte am Strand und die Korsen hielt mich für wahnsinnig. Und dann passierte das andere, dieser Schwede, ja. Patrick Andersson. Ja. Und dann habe ich Sand gefressen. Also, Kubaku, Peter Lohmeier, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg für den Film. Das hier, meine Damen und Herren, ist der aktuelle Single, eine Auskopplung aus dem Projekt Pop 2001 von Herbert Grönemeyer. Titel: Keine ist Sabrina Setlur.
Tränen auf den Wangen. Lache gegen Sorgen über Szenen, die schon längst vergangen. Ich bin gefangen von Tönen, die schön klangen. Doch die Engel, die sie sang, verwandelten sich in Schlangen. Sie verlangen jetzt ihre Dienste zurück. Stück für Stück zerfressen sie mein Glück. Betrügt, doch aufrecht wie die Frau, die ich bin, nehme ich es hin. Ohne Ahne den Sinn. Gewinn, Verlust, verschweben im Beben. Die Sonne im Regen, die Leere der See. Wir kegen und pflegen, zu nehmen und zu geben. So spielt das Leben. So ist es Leben. Keiner ist, keiner ist. Keiner ist, keiner ist. Keiner ist, keiner ist. Wie du. Keiner ist, keiner ist. Keiner ist, keiner ist. Keiner ist, keiner ist. Wie du. Ich vermisse eine Nähe. Und sehe es sein, da ist ein Riss in meiner Seele und ich stehe allein vor dem Sein, dem Nichtsein, der Pein in meinem Kern. Ein Herz, das liebte rein, wird zu Stein und zum Schein. Und mein war rein, wenn auch nicht das Reinste. Die Frage war die kleinste, der Faden, der Feinste. Eins gegeben, so wird's genommen, wie Kinder unbesonnen, wie gewonnen, so zerronnen. Gesponnen die Fäden, so wird man sie weben. Das Schweben im Leben ist nicht zu beheben. Ein Nehmen und Geben, was helfen mal die Reden, so spielt das Leben. So ist es eben. Keiner ist, keiner andere ist. Keiner ist, keiner andere ist. Keiner ist, keiner andere ist. Wie du. Keiner ist, keiner andere ist. Keiner ist, keiner andere ist. Keiner ist, keiner andere ist. Wie du. Sie entwischt, doch sie ist dicht, zu dicht, zu dicht an meinem Ich, dichter denn sie je war. Es tut weh, ja doch ich denke, ich sehe klar. Sie steht da, und nur ich kann sie sehen. Ich möchte bei ihr stehen, ich werde zu ihr gehen. Wehen der Wind, sehen das Kind, eilt nun beschwind dorthin, wo es beginnt. Nimmt wie gegeben, das Ende vom Streben. So ist es eben. Keine ist, keine andere ist. Keine ist, keine andere ist. Wie du. Keiner ist, keiner andere ist. Keiner ist, keiner andere ist. Keiner ist, keiner andere ist. Wie du. Svetlova. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke. Sabrina Svetlova, meine Damen und Herren, keine ist morgen Abend Katja Pönschke, die Motorradweltmeisterin, und Manfred Lehmann. Dankeschön, gute Nacht.